Hallo meine Freunde, Malta ist wieder am Start. Stronghold Crusader, Mission 59 vom zweiten Kreuzzug. Wir spielen gegen einen Abt und einen Marschall. Und wir gehen direkt rein. Wir haben hier 40 Dingens. 40 Startgeschwindigkeit, das sollte eigentlich so passen. Ich kann jetzt, glaube ich, hier nicht wirklich, oder? Na doch, dürfte Eure eigentlich Beliebtheit funktionieren. sinkt. Ja, die Gesundheit muss mir jetzt im Moment erst nochmal egal sein. Die Beliebtheit, nicht die Gesundheit. Weil ich gerade dann doch bessere Sachen zu tun habe, als mein Korn speichern zu bauen. Aber jetzt steht er ja. So, was kann man denn hier noch bauen? Zwei Hopfenfarmen. Wir haben nicht genügend Holz, my lord. Verbrauchen wir mal alles in Holz. Was ich auf jeden Fall erstmal mache, ist hier einfach mal einen Burggraben zu ziehen. Und hier oben einfach mal so dicht zu machen. Einfach, dass da vom Marshall zum Beispiel Der nichts kommt. Bergfried ist komplett. Der ist schon komplett. Ach, hier unten kann man gar nicht lang. Ja, Do I gut, have? never mind. Das wusste ich nicht. Ist schon gar nicht so schwer. Beziehungsweise also noch einfacher. Mission wäre eh schon relativ einfach, weil die beiden Gegner jetzt keine wirklichen Gegner sind. Aber dass das jetzt wirklich so einfach geht. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, Dann um habe ich die ja nur den Gebäude zu Marshall als verwalten. Gegner. Also als Nachbarn. Ihr könnt das nicht dort Weil der Abt ist ja platzieren, mein dann gar kein Lord. richtiger Nachbar. Naja, egal. So. Vorratslager. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ach Gott. Machen wir die einfach neu. Wir werden überfallen. Ist mir jetzt auch egal. Gut, da oben greift uns was an. Wir benötigen Holz. Sollte es aber kein Problem Al-Hisanu sein. Sarir. Wir holen uns Es einfach ein werden paar Berittene. Rekruten benötigt, Sire. Al-Hisanu Sarir. Den verkaufen wir hier, den Schmarrn. Dafür kaufen wir uns ein bisschen was. Na super. So, genau. Was baue ich dann jetzt hier alles eigentlich? Komm, wir kaufen mal Mehl, damit die dann mal ein bisschen abhauen. Gehen wir mal hoch mit der Geschwindigkeit. Passieren tut da jetzt eh nicht mehr viel. Eure Beliebtheit steigt. Wir benötigen Holz. Brauchen wir schon wieder Holz. Holen wir uns das Holz. Ihr habt nicht genügend Gold. So. Bam, bam. 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 Ihr könnt das nicht dort Bam. Da brauchen platzieren, wir my nichts hinbauen, lord. sonst müssen alle außen rumlaufen. Haben wir keinen Wir Bock drauf. benötigen Holz. Ihr habt nicht Jetzt haben wir genügend kein Gold mehr Gold. für Ihr Holz. habt nicht genügend Güter. Kaufen uns noch eine zweite Dingens. Kaufen uns nochmal. Ihr könnt Einfach das nicht dort weil wir platzieren, es my lord, können. vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Na super. Ihr habt nicht Na genügend super, Gold. egal. So, ach, wir haben keine Ochsen hier auch hingebaut. Alles klar. Ihr habt nicht genügend Gold. Die sollte man dann doch natürlich dabei haben. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Dann bauen wir hier noch ein Ihr paar könnt Häuser das nicht hin. dort platzieren, my lord. Und Wirtschaft. Lass
laufen. Oder Wirtschaft lauf voran, je nachdem, wie man es halt will. Ne? Wird schon gut vorangehen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Also, er baut natürlich hier immer wieder ein bisschen was hin. Was aber zu nichts führt. Wir bauen da ein Tor hin, damit wir ein bisschen invaden können. So, Hopfen. Bioschank. Jetzt brauchen wir schon wieder Holz. Und hier können wir dann Religion hinbauen. Da haben wir halt eine kleinere Wirtschaft. Ja, okay, 98 ist es nicht wieder wirklich sonderlich klein. Machen wir noch einen hin. So. Nahrung haben wir auch schon wieder 250. Bam, 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 da müssen wir hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Puh, das ein Fehler war. Egal. Dann hauen wir hier Kapelle hin. Was haben wir für eine Beliebtheit? Plus 12. Das Volk huldigt euch. Religion muss noch ein bisschen pumpen, dann können wir höher in die Steuern gehen. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Hat jemand hier an Steuern? Weiß ich doch selber. Das weiß ich doch selber. Mit dem nicht genügend Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk huldigt euch. Also, was macht der Abt zum? Der Abt, der. Jetzt können sie doch keine Mission nennen, bitte. Der Abt macht sich selber kaputt. Baut zwar Truppen bis zum geht nicht mehr, weil die halt nicht viel kosten. Aber hey. Okay, ich weiß nicht, wie sehr sich das rentiert. Holz, er muss Holz kaufen, er muss Hopfen kaufen. Und der muss, ja gut, das kann sich rentieren. Er kann halt nichts produzieren. Er kauft Holz, Hopfen und Weizen. Kriegt einen Kirchenbonus, auf jeden Fall einen guten. Ja. Na, wie sehr sich das hier profitiert, Dingens macht hier. Das lohnt. Naja, ist so eine Sache. Ich meine, wir können ja gut wirtschaften. Die anderen es nicht können, ist halt, ey, hier oben ist halt nicht so der gute Wirtschafter oder ist gerade auch mit der Position irgendwie überfordert. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, woran das liegt, und hier können wir auch einfach hochgehen. Na gut, dann machen wir das halt mal. Die müssen zwar einmal komplett außen rumlaufen. Eine Nachricht vom Marschall. Es sieht nicht wirklich gut aus. Also mach das Beste draus. Ja, mach das Beste draus, Marschall. Eine Nachricht vom Marschall. Das verläuft nicht gerade wunschgemäß, oder? Ja, das hast du mir doch gerade eben auch schon gesagt, oder nicht? Das Volk huldigt euch, Sire. Al-Hisanu Sari. Das Problem sind nur die Ritter, die er noch hat. Die können gefährlich werden. Ist aber auch alles. Dass man da einfach schon mal reinballern. Na, treffen wahrscheinlich nichts. Jetzt können wir sie schon mal locken. Da machen wir jetzt unsere ganzen berittenen Bogenschützen kaputt.
Aber was soll's, was soll's, ne? Wir haben ja eh genug. Wir benötigen Gold. Beziehungsweise bald genug. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir benötigen Gold. Haben wir schon wieder kein Gold mehr. Verkaufen wir doch mal ein bisschen wieder was von unserem Fressen, damit es nicht schlecht wird. Verdammt, schon wieder verloren. Marshall hatte sogar echt gut Gold noch. Es werden Rekruten benötigt. Muss man sagen. War echt nicht wenig Gold. So ein Tausender auf die Hand. Der drittgrößte Herrscher wollte doch der wollte doch gerade bestimmt drittgrößter Herrscher sagen, oder? Das wäre ja was gewesen. Weißt du was hier? Kannst, wenn du es tötest, kriegst ein paar Waffen ab. Naja, dafür musst du ja mich töten, ne? So, einmal die Monks, die Mönche kaputt machen. Was habe ich jetzt schon wieder zerstört? So. Er könnte sich halt viel mehr verbreiten, aber er hat sich halt selber eingebaut. Dann einmal nochmal auf die Seite. Was macht ihr kaputt? Ihr müsst euch da durchhacken. Geht nicht anders. Genau, ihr macht die kaputt. Und ihr ballert dann da einfach mal rein. »300 hat er schon, das meinte ich eben. Sowas passiert dann, wo sie sich selber oder man sie einschließt mit so einem Holzfällerhütte davor oder sowas. Und dann bauen die so viele Truppen. So, jetzt ballern wir auf den Lord. Jetzt sehen wir da, wie die Zahl runtergeht. 300 hatten wir. Jetzt sind wir schon bei 200 nur noch. Und die Zahl sinkt weiter. Ich darf nicht zaudern. Ich muss stark sein. Jetzt haben wir noch 68. Ein erträglicher Verlust. Da ein bisschen mehr. Auf da. Hätte ich mal lieber hier Streitkolbenkämpfer nehmen sollen. Die kloppen da relativ schnell drauf. Boah. Hat seine Kathedrale abgerissen? Warum das denn? Nicht deine Kathedrale. So. Und wir stürmen ihn. Bravo. Sein Ausbildungslager hat er auch abgerissen, oder? Komisch. Das verstehe ich nicht. Naja. Das war's dann für diese Folge. Jetzt sind wir noch kurz. Ja gut, viel gewirtschaftet werden die nicht haben. Der Abt. Ah ja, doch 21.000 hat er trotzdem gemacht. Ging anscheinend doch ziemlich gut. Nächste Folge haben wir dann wir gegen zwei Emirs. Interessante Folge, denke ich mal. Bis dahin, euer Malta. Haut da rein.